Moin Leute, heute dreht sich alles um The Witcher Staffel 2. Nämlich, da gibt es nämlich brisante Details bestätigt durch Netflix. Also beginnen wir mit dem Video. In diesem Monat beginnt in Großbritannien die Produktion der zweiten Staffel der Netflix-Originalserie The Witcher. Henry Cavill wird als Hexer Geralt von Riva erneut die Hauptrolle spielen. Anya Shalhatra kehrt als Yennefer zurück. Und auch Freya Allen, bekannt als Ciri, und Joey Beatty als Jeskier bleiben Teil der Hausbesetzung. Die neuen Folgen werden voraussichtlich 2021 erscheinen und ich denke mal, es werden wieder 8 Folgen sein. In neuen Rollen spielen Yasin Atur als Cohen, Agnes Bjorn als Verena, Paul Bullion als Lambert, Tu Estet Rasmussen als Eskel, Aisha Fabian Ross als Lydia, Christopher Hivio als Nivelen und Messia Simpson als Francesca oder Francesca. 4 Regisseure übernehmen in Staffel 2 die Leitung von jeweils 2 Episoden. Steven Zurich bei den Folgen 1 und 2, Sarah O'Gorman bei den Folgen 3 und 4, Ed Bassolgette, kann man auch nicht richtig aussprechen, bei den Folgen 5 und 8 und Geeta Patel bei den Folgen 6 und 7. Lauren Schmidt-Hisrich, Showrunner und ausführende Produzentin über die zweite Staffel. Die Reaktion auf die erste Staffel von The Witcher haben uns weiter darin bestätigt, auch für die neuen Episoden nur die besten Talente zu gewinnen. Sophie Holland und ihr Casting-Team haben erneut die besten Schauspielerinnen und Schauspieler gefunden, um die Charaktere darzustellen. Wir sind sehr gespannt darauf, wie sie sich durch den Einfluss unserer erfahrenen Regisseure die neuen Geschichten zum Leben erwecken. Weitere Besetzungen: Maiana Boring als Tissia, Tom Kenton als Filler Fandrill, Lily Cooper als Murta, Jeremy Crawford als Japin Zikrin, Imon Farren als Kahir, Mahesh Yadu als Wilgefortz, Terence Maynard als Arturius, Lars Michelson als Stregobor, Mimi Nivini als Fringala Vigu, Royce Pearson als Istrad, Wilson Radu Poyalt als Dara, das ist auch ein Name hier, Anna Schaeffer als Triss Marigold, Terica Wilson Reed als Sabrina. Ja, Leute, das war der Cast, der bestätigt ist durch Netflix und natürlich, dass sie 2021 erscheinen wird. Ihr wisst ja, ich habe ein Video zuletzt gemacht, das verlinke ich euch nämlich jetzt auf dem Infobutton, da könnt ihr gerne reinschalten. Und natürlich die Gerüchteküche, die jetzt da gebrudelt hatte, dass Mark Hamill als Bösewicht oder was weiß ich, was das sein sollte, da mitspielen sollte, bewahrheiten sich nicht. Und natürlich soll es wohl wieder so 8 Folgen sein und da bin ich mal sehr gespannt, was die da noch aus dem Ärmel zaubern werden. Naja, so, das ist eigentlich mal ein kurzes, knackiges Video gewesen. Wir werden uns auf jeden Fall die Tage sehen und dann würde ich sagen, Leute, ne, lasst gerne ein Abo hier, lasst gerne ein Like hier, das würde mich natürlich sehr freuen und bis dann und ciao und bam.